Sind wir wieder bei Madden NFL 20. Wir sind zurück im nächsten Solo-Battle. Eieiei, wir treten an dem Stadion der Philadelphia Eagles gegen das Most Feared, gegen das Bats Team. Also gegen die Halloween Edition. Oh weia. Und wenn ich sehe, wie so ein Return schon beginnt, dann wird mir Angst und Bange. Erster und 10 für die Bats. Peterson an der Seitenlinie. Carson Wentz, der Running Back. Okay, wir haben hier wirklich eine Philadelphia Eagles Geschichte auf dem Platz. So, ich versuche auch mal hart zu tackle, nicht im Solo-Battle. Da habe ich zu viel Sorge, dass das in die Hose geht. Wir gehen in eine Cover One. Erster und 10 an der 34-Yard-Linie. Lauf durch die Mitte. Quinn macht den Tackle. Jim Brown war das mit dem ersten Run im Spiel. Wir blitzen bei dem zweiten Versuch und 1. Versuche also Wentz unter Druck zu setzen. Und das gelingt, denn das ist ein Sack. Die Marcus Lawrence kommt ungeblockt durch. Ich glaube, mit dem Blitz haben die Bats mal so überhaupt nicht gerechnet. Dritter und 8 von der 36-Yard-Linie. Oh, da hatte die aber dann mal bleibt Wentz cool, findet seinen Receiver. Das ist ein neues First Down an der 46-Yard-Linie. Interessanter Beginn hier in diesem Spiel. Lauf durch die Mitte, gestoppt von Sean Lee. Heißt, wir haben einen zweiten Versuch und 8. Dann wird den Free Fire. Dann blitzen wir auch mit dem Free Fire. 2. und 8 von der 48-Yard-Linie. Der Ball ist 2 Yards von der Mittellinie entfernt. Druck auf Wentz, der bleibt cool in der Pocket. Findet einen Receiver. Dritter Versuch und 4. Der Ball ist über der Mittellinie, an der 49-Yard-Linie der Cowboys. Man in Motion von der linken Seite. Oh, das ist ein ganz sicherer Ball. Also Wentz aus der Pocket. Sehr effektiv. Wird den Ball schnell los. Erster Versuch und 10 an der 38-Yard-Linie für die Bats. Lauf. Ah, der sollte, glaube ich, zuerst durch die Mitte gehen. Aber Jim Brown findet keine Lücke. Wir haben einen zweiten Versuch und 12. Blitzen mit dem Gap Press. Der Ball ist an der 40-Yard-Linie. Da gehen die Cowboys auf den Running Back. Und das ist ein Play-Action. Täuschter. Tja. Ich habe eigentlich mit dem Pass gerechnet. Gebe ich offen und ehrlich zu. Daher auch meine Blitzaufstellung. Erster und 10 an der 27-Yard-Linie. Wir nähern uns dem Ende des ersten Quarters. Ein langer, langer Drive der Bats. Jetzt das Laufspiel entdecken. Und das ist der Touchdown. Was für ein Run. Shaquan Barkley, na gut, mein Gott, wie kann man denn als Philadelphia ansässige Mannschaft den Running Back der Giants in seinem Team haben? Ich bin fassungslos. So, wir sehen noch den PET, der ist gut. Die Bats führen eine Sekunde von dem Ende des ersten Quarters mit 7:0 gegen die Dallas Cowboys. Das war schon ein eindrucksvoller Drive. Der Return von Sanders über die rechte Seite, oh, ja, an der 20-Yard-Linie, aber mal sowas von weggenatzt. So, unsere Offense kommt jetzt zum ersten Mal aufs Feld. Wir starten mit einem Counterplay, also täuschen den Lauf rechts an, laufen dann mit Elliott über die linke Seite. Da war die linke Seite komplett zu. Elliott geht noch über die Mitte, holt noch 3 Yards raus. Das war wirklich alles, was in dem Play möglich war. So, nochmal wieder ein Lauf über die linke Seite. Aber da fehlen noch ein paar Zentimeter. Third and inches.
Wir gehen per Autobahn in einen Pass. Y. Stick. Wir achten auf Terrell Owens und auf Jason Witten. Witten bekommt den Ball. Das ist ein First Down für Dallas an der 37-Yard-Linie. Das dürfte das letzte Play schon gewesen sein vor dem Two-Minute-Warning. Ja, die Uhr läuft runter. Es laufen jetzt schon die letzten zwei Minuten der ersten Hälfte. Ich sag's dir nur ungern, aber das Stadion in Philadelphia ist auch ein schickes. Würde ich nie zugeben, wenn mich jemand hört, aber es ist schick. So, Witten und Owens attackieren die Mitte. Wir schauen mal, was Cooper und Cobb machen, je nachdem, wie die Safeties unterwegs sind. Die Safeties lassen sich fallen. Das ist ein Sack. Aber ein gewaltiger. 2. und 24. Da ist irgendwie Aikman nicht wirklich in der Pocket geblieben. Immer weiter nach hinten rausgerutscht. Tight End Drive. Wir attackieren die Mitte mit Witten. Acht links außen. Mann auf Terrell Owens. Auch hier geht wieder der Blick. Was macht der Safety? Er geht mit. Jason Witten ist frei. Wir sind an der 39-Yard-Linie. Haben jetzt aber auch einen 3. und 8. Und 3. und 8 ist gegen diese Offense schon gegen diese Defense eine Nummer. Four Verticals. Jason Witten attackiert die Mitte. Wir achten auf Owens im Slot. Schauen uns auch hier wieder ganz genau an, was die Safeties machen. Die lassen sich fallen. Elliott hat zwar den sehr gutes Defense Play hier. Den müssen wir ausspielen. Ich kann das gegen das Team nicht riskieren, hier mit zwei Scores zur Halbzeit hinten zu liegen. Witten attackiert die Mitte. Terrell Owens im Slot. Elliott, der Wide Receiver, der Running Back hat den Ball und hat ein First Down. An der 50-Yard-Linie. Boah, das war wichtig für die Cowboys. So, Owens und Cooper von links auf einer Slant-Route. Cobb kommt von der rechten Seite. Sicherheitsball auf Witten. Die Receiver waren alle sehr gut gedeckt. So, No-Huddle-Offense der Cowboys. Nochmal wieder der Double-Slant. Diesmal ganz schnell geworfen auf Terrell Owens. Und wieder kein First Down. Wirtz, Jay Shake. Witten attackiert die Mitte. Wir achten auf Elliott und Terrell Owens im Slot. Der Ball geht auf unseren Tight End. Der hat ihn. Das ist ein First Down an der 33-Yard-Linie. Jetzt sind wir immerhin schon mal in Field Goal Range. Da müssen wir gegen diese Defense ja schon fast stolz drauf sein. Witten attackiert die Mitte. Wir achten auf Terrell Owens im Slot. Wir suchen irgendwo eine Lücke in dieser Verteidigung. Elliott mit dem Run läuft ins Aus an der 24-Yard-Linie. Zweiter Versuch und 1. Mit Wife. Witten attackiert die Mitte. Wieder geht der Blick zu Terrell Owens im Slot. Er kann sich nicht wirklich lösen. Elliott mit dem First Down. Ball ist an der 20-Yard-Linie. 13 Sekunden vor dem Ende. So, noch einmal ein Double Slant. Owens und Cooper von links. Cobb von der rechten Seite. Wir suchen die Lücke in dieser Verteidigung. Terrell Owens kommt an die 7-Yard-Linie. So, ich nehme meine zweite Auszeit. Jetzt haben wir ein First and Goal. So, Double Slant. Owens und wieder Cooper von links. Cobb von rechts. Der Ball geht zu Jason Witten. Eine Sekunde noch auf der Uhr. Ich nehme das Field Goal mit. So, wir verkürzen auf 3:7. Mehr war einfach nicht drin. Und da haben wir von der Zeit her wirklich schon alles mitgenommen, was ging. So, die Bats eröffnen mit dem Kick auf die zweite Hälfte der Partie. Sanders nimmt den Ball auf an der eigenen Goal-Line. Der Return über die linke Seite. Ah, da lässt er immerhin mal zwei Gunners stehen, aber an der 23 ist schon Schluss. Erster. So, wir können den Ball nach vorne bewegen. Ich glaube, das haben wir gesehen.
aber nicht in diesem Spielzug. Wir gehen per Audible in einen Pass. Owens von links, Cooper von rechts. Wieder einmal auf Slant Routes. Keine Chance hier für Aikman. Das hat so lange gedauert, bis sich dieser Spielzug hier entfaltet hat. 2:22. Ball an der 11-Yard-Linie. Rechts antäuschen, links laufen. Cowboys haben geschafft, sich gleich mit dem ersten Play in eine schwierige Situation zu bringen. Guter Run von Elliott. 3. und 9. So ist es zumindest ein schaffbarer dritter Versuch. Witten attackiert die Mitte, Owens im Slot. Der Ball geht zu unserem Running Back. Und der hat das First Down. Kann sich hier gegen drei Leute durchsetzen. Riesenplay von Elliott. Der Ball ist an der 46-Yard-Linie. Neuer 1. und 10 für die Cowboys. Play Action, Misdirection, Shot. Wir schicken Terrell Owens von links kommend auf die Reise. Da ist der Ball auf den Wide Receiver. Der hat ihn. Und der kommt bis an die 9-Yard-Linie. First and goal, Cowboys. Laufspiel Dallas. Wir gehen per Audible in einen Pass. Er wird an der Line of Scrimmage gecovert. Der Ball geht in die Mitte. Incomplete Pass. Second and goal. Wir schicken Cooper von links auf eine Slant Route. Achten auf die beiden Tight Ends. Und los geht's. Die Tight Ends sind gedeckt. Der Ball geht zu Amari Cooper. Der kommt mit dem Ball an die 7-Yard-Linie. Wir haben einen dritten Versuch und Goal. So, wir nehmen den Stick. Owens und Cooper von links. Jason Witten ist die Sicherung. Incomplete Pass und fast sogar der getippte Ball noch intercepted. So, wir nehmen ein Field Goal mit. Sechs zu sieben verkürzen die Cowboys den Spielstand im dritten Quarter. Folgender Gedankengang. Selbst wenn die Bats jetzt hier einen Touchdown erzielen, hätten wir die Chance mit einem Touchdown, einer Two-Point-Conversion, das Spiel immer noch auszugleichen. Deswegen habe ich jetzt hier noch nicht alles auf eine Karte gesetzt. Der Kick geht bis an die 2-Yard-Linie. Der Return endet an der 30-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für die Bats. Wird natürlich eine echte Aufgabe hier, diese Offense zu stoppen. 1. und 10 von der 30. Ganz schneller Pass und ein ganz schneller Tackle. Zweiter Versuch. Wir bleiben in der Man-to-Man-Coverage. Da hat mir kein Blitz wirklich gut gefallen, den wir hier angeboten bekommen haben. 2. und 12. Ein Laufversuch. Oh, und da macht Quinn einen riesen Tackle gegen Brown. Und jetzt haben wir einen dritten Versuch und 11 an der 30-Yard-Linie. Play Action. Oh, was für ein Ball von Wentz. First Down an der 50-Yard-Linie. Torrey Holt mit einem unwahrscheinlich wichtigen Play. So, jetzt nähern wir uns schon dem Ende des dritten Quarters. Werden wir noch ein Play sehen? Da lassen sich die Bats richtig viel Zeit. Gut, sie führen auch mit einem Punkt. Ist also absolut nachvollziehbar. So, 1. und 10 an der 50-Yard-Linie. Lauf durch die Mitte, gestoppt an der 49. So, wir blitzen mit dem Will Blitz 3. 2. und 9. Tackling. Das wäre es gewesen gegen Randy Moss. Jetzt haben die Cowboys ein Riesenproblem.
Ja, also wir hatten es zweimal, wir hatten die Chance, wir hatten zweimal wirklich die Möglichkeit, diesen Drive zu beenden. Wir haben es nicht geschafft. Ja, Wentz perfekt. Er bringt jeden seiner Bälle an den Mann. Aber auch Aikman war ja nicht schlecht. So, wir sind beim Two-Minute-Warning. Es laufen die letzten zwei Minuten der Partie. Die Bats sind am Drücker. Wir blitzen bei diesem zweiten Versuch um zwei. Ball an der 15-Yard-Linie. Fast der Pick von Sanders. Das wäre es jetzt gewesen. Dritter Versuch und zwei. Wir blitzen wiederum. Wir gehen komplett Verteidigung durch die Mitte. Ja, dann das. Oh, der lässt den Ball fallen. Das gibt's nicht. Was für eine Situation. Vierter Versuch und zwei. Unfassbar. Das wäre eigentlich, glaube ich, das wäre so gut wie die Entscheidung gewesen. Da hätten wir schon viel Glück noch haben müssen. So bleibt nur ein Field Goal. Die Bats führen mit 10 zu 6. Wir haben noch 1,49 zu spielen. Dallas hat noch drei Auszeiten. Wir brauchen einen Touchdown. An der 5-Yard-Linie wird der Return aufgenommen von Deion Sanders. Yard-Linie 1,44 noch auf der Uhr. Jetzt ist Crunch Time. Cowboys starten mit dem Trail. Owens, Witten und Cobb attackieren die Mitte. Der Ball geht zu Cobb. Und das ist ein First Down an der 48-Yard-Linie. Cowboys gehen in die No-Huddle-Offense. Owens attackiert die Mitte. Ist aber komplett gedeckt. Dann geht der Ball halt auf unseren Running Back. Zweiter Versuch und 6. Four Verticals. Jason Witten attackiert die Mitte. Wir achten auf Terrell Owens im Slot. Er ist gut gedeckt. Dann geht der Ball halt zu Zeke Elliott. Das ist ein First Down für die Cowboys an der 23-Yard-Linie. So, die Uhr läuft weiter. Da bin ich auch überhaupt gar nicht traurig drum. Wieder die Four Verticals. Witten attackiert die Mitte. Ich hoffe, dass irgendwann Witten in der Mitte mal frei ist. Elliott kommt an die 18-Yard-Linie daran. So, wir nehmen die Words Jay Shake. Elliott und Owens im Slot. Witten attackiert die Mitte. Incomplete Pass. Jetzt haben wir einen dritten Versuch und 5. Oh, der Puls steigt hier. Wieder die Vor... Ah, da, der Dick and Go, den hätten wir auch nehmen können. Witten attackiert die Mitte. Wieder einmal. Terrell Owens im Slot ohne Gegenspieler. Und das ist der Interception. Tillman mit dem Pick. Das ist natürlich jetzt die Entscheidung hier im Spiel. Wir blitzen jetzt natürlich nochmal wie die Wahnsinnigen, aber... Ich muss jetzt meine Auszeiten opfern. Also wenn wir Glück haben und hier in drei Versuchen das Bats-Team stoppen, dann können wir vielleicht noch einmal einen ein oder zwei Verzweiflungspässe versuchen. Oder auch nicht, denn wir haben alles riskiert und Jim Brown läuft uns hier in Grund und Boden. Das war's natürlich. Damit kommen wir auch nicht mehr in Ballbesitz. Die letzten Sekunden tickern hier runter. Das ist schon die Kneel-Down-Formation der Bats. Wir haben gekämpft, aber es hat nicht gereicht. Die Endzone war versiegelt. 10 zu 6 verlieren die Cowboys gegen die Bats in diesem Solo-Battle. Aber es hat Spaß gemacht. Das war ein spannendes, das war ein gutes Footballspiel. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.